Zutaten sind 250 Gramm Mehl, 125 Gramm kalte Butter, eine Packung Vanillinzucker, 70 Gramm Zucker, eine Prise Salz und ein Ei. Alle Zutaten in den Rührschüssel geben und zu einem glatten Teig verrühren. Ich benutze meine Küchenmaschine, dazu setze ich den K-Haken ein. Wer keine Küchenmaschine hat, kann den Teig auch mit den Händen verkneten. Der Teig ist somit fertig. Den Teig verknete ich jetzt noch etwas mit den Händen, bis er schön glatt wird. Den Teig forme ich zu einer Kugel und wickel es in eine Frischhaltefolie ein und werde es im Kühlschrank circa eine halbe Stunde bis eine Stunde auskühlen. Der Teig hat sich jetzt ausgekühlt, jetzt werde ich ihn ausrollen. Die Arbeitsfläche zuerst etwas bemehlen und dann den Teig ausrollen. Den Teig habe ich 2-3 mm dick ausgerollt und werde es jetzt mit verschiedenen Ausstechern ausstechen. Den Backblech habe ich mit Backpapier ausgelegt und verteile die ausgestochenen Plätzchen. Den übrig gebliebenen Teig wieder zusammenkneten und den Vorgang so lange wiederholen, bis ihr keinen Teig mehr übrig habt. Der erste Backblech ist somit fertig. Die Plätzchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze 10 bis 15 Minuten backen. Die Backzeit variiert nach Backofen. Wenn die Plätzchen goldbraun geworden sind, einfach herausnehmen. Verzieren werde ich jetzt einen Zuckerguss vorbereiten. Dazu benötigen wir 200 Gramm Puderzucker, 2 Esslöffel normales Wasser und 1 Esslöffel Zitronensaft. In den Puderzucker gebe ich jetzt 2 Esslöffel Wasser und 1 Esslöffel Zitronensaft und werde es alles gut miteinander verrühren. Zuckerguss habe ich auf 4 verschiedenen Schüsseln verteilt. Jetzt kommt die Lebensmittelfarbe noch hinzu. Somit fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal kostenlos und folgt mir auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Video. Tschüss!